Beim letzten Mal waren die Dänen ein bisschen undankbar, dass wir sie beschützt haben. Sie sind unabhängig geworden und haben nichts mehr mit uns zu tun. Und haben beinahe unseren Vorstoß auf Deutschland zunichte gemacht. Aber zum Glück nur beinahe. Uns geht es nämlich weiterhin gut und wir werden nun versuchen, mit unseren Truppen auf München und auf Stuttgart zu pushen. Sie müssen jetzt hier bloß aus Österreich irgendwie wieder weitgehend rauskommen. Währenddessen helfen wir den Schweden, einen Push weiter zu tätigen Richtung Süden in Finnland. Das muss ja auch noch gemacht werden. Und wo wir gerade eben dabei sind, Dinge, die auch noch gemacht werden müssen. Ich sehe, dass die eigentlich gar nicht mehr genügend Truppen haben, um uns jetzt hier davon abzuhalten, noch weiter vorzurutschen. I think we will do this. So, einfach mal hier mehr Land erobern. Damit wir hier Helsinki und so weiter und so fort früher oder später mal erreichen. Du kannst noch hier hingehen. Oh, da kommen wieder mal welche. Okay, okay, okay. Sie haben also noch Trübs. Die sich jetzt aber ordentlich an uns aufreiben. Gibt ja auch immer noch Seeschlachten. Aber ich frage mich bloß, wo die überhaupt stattfinden können. Meine Güte, was ist das hier von Borgoan, Italien, Frankreich? Alter Falter. Das kannst du ja keinem erzählen. Okay, wir müssen anscheinend hier ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Wir warten jetzt hier nochmal, bis ein paar weitere Truppen da sind. Und dann versuchen wir es hier mal, den Push auf Salzburg. Den machen wir manuell. Weil ich nämlich anders keine echte Chance sehe ansonsten. Genau, wir unterstützen jetzt hier den Gebirgsjägerangriff auf Salzburg. Und so scheint das jetzt auch zu klappen. Dann könnt ihr de facto hier direkt schon mal weiter pushen, wenn sobald wir da drin sind. Genau, das ist nämlich jetzt hier der Weg, den wir gehen mit Salzburg. Ihr greift direkt hier noch mit an und pusht die weg. Moment, es gibt neue Technologie zu basteln. Sehr schön. Uns fehlt immer noch zwei Gummis, aber das ist mir egal. Wir haben die Eisenbahn hier gefestigt. Jetzt ist halt die große Preisfrage, ne? Ich möchte schon ganz, ganz gerne, dass das jetzt hier auf Stufe 2 hochgeht alles. Flup, flup, flup. Damit wir hier die gute Versorgung haben, die wir uns auch so sehr verdienen, würde ich mal behaupten. Wir haben hier wirklich eine Menge gemacht, was die Versorgung angeht. Dann holen wir uns noch mehr Boni. Die 150%, das wird nicht lange dauern, bis das hier benutzt ist. Oh, warte mal. Und wir können nun tatsächlich abschließen hier. Nochmal ein bisschen mehr Aufklärung und Verstärkungschance. Ja, wir haben unseren großen Schlachtplan abgeschlossen, Freunde. Tatsächlich würde ich aber, wenn man in die Offensive gehen will, andere... Also was die mobile Kriegsführung mir ernsthaft überlegen. So, das hier klappt, so wie es aussieht. Das hier klappt auch. Dann sind die hier nämlich gekesselt. Zwei deutsche Panzerdivisionen und eine Infanteriedivision. Wird hier jetzt gleich sehr, sehr dumm aus der Wäsche gucken. Du bleibst schön hier, mein Freund. Es wäre total frech, wenn dieser Panzer hier tatsächlich schneller wäre als wir. Ich meine, die Chance ist sogar da. So. We did it. Sie sind eingesperrt. Das sorgt schon mal dafür, dass wir ein paar Probleme weniger haben. Hoch! The Brits are da. Heisa, heisa, hopsasa, sag ich dazu nur. Okay, wo auch immer die herkommen, aber sie sind anwesend. Dann greift ihr hier einfach jetzt hier mal gemeinsam an und schiebt sie nochmal ein bisschen zusammen. Ich warte ja immer noch darauf, dass... Also genau genommen wartet ja ein Teil meiner Truppen darauf, dass wir hier die Transportschiffe haben. Das wird allerdings noch ein paar Minütchen dauern. Hier sind auch nochmal Sachen fertiggestellt worden. Wir haben sehr viel gebaut in Dänemark. Sehr viel, wenn ihr mich fragt. Wir könnten natürlich noch mehr bauen, aber... Wow, haben wir viel gebaut. Weil wir nichts anderes zu tun haben, also ein bisschen Anti-Air und dann... Ach, ich kann halt wirklich keine Zivilfabriken mehr machen, ne?
Ja, wir machen noch ein paar Zivilfabriken. Einfach nur, damit wir noch mal welche haben. Helft mal mit hier. Wenn ja wohl nicht wahr sind, dass die hier durchstehen. So. Die Foki, die ich jetzt hier mache, sind jetzt ja auch aus meiner Sicht nicht mehr unbedingt so super relevant. Ja, ist okay. Die Briten haben uns jetzt hier de facto die Show gestohlen. Danke dafür. Super. Wisst ihr, wir haben uns die ganze Zeit den Arsch aufgerissen jetzt hier bei den Finnen. Und das ist der Dank dafür. Das ist der Dank dafür. Naja, sind wir mal ehrlich. Es spielt auch jetzt nicht mehr so die große Rolle. Ich kann ja sowieso keine großen Kurs durchführen oder sowas in der Art und Weise. Das ist alles mit der Demokratie, die wir haben, jetzt nicht unbedingt möglich. Aber wir können andere Kurs durchführen, wenn wir anders spielen würden. Jetzt sind wieder keine Divisionen dran. Warum? Das ist... Wisst ihr, ich wähle die Armee aus und sage, hey Armee, wäre cool, wenn du angreifst. Und dann alle so, ja nö, machen wir nicht. Wir fühlen uns einfach alle nicht zuständig. Apropos nicht zuständig fühlen, jetzt geht's nach München. Es geht nach München, Freunde. Wo gehst du denn hin? Das ist doch ein ganz, ganz klarer Bug, was der hier macht. Der kann da gar nicht angreifen. Der kann da nicht... Er versucht's aber. Sie ja, lol. Okay. Also ich sag's mal so, sie sind ambitioniert, über die Alpen zu attackieren. Das kann man ihnen auf jeden Fall schon mal lassen. Die Ambition haben sie. Und zwar nicht zu knapp. Wisst ihr, was das Gute ist? Wir haben es echt geschafft, dass wir den Stalin hier ausgesperrt haben. Ich sehe das als großen moralischen Sieg für uns. Dass der hier nicht mitspielen darf. Weiter Richtung Westen. Das war wichtig. So, München könnte jederzeit fallen. Wenn man es richtig macht. Genau. Jetzt so zum Beispiel. Es ist nämlich wichtig, dass meine Truppen hier sehr schnell drin sind. Im Idealfall als erste. Yes! Ich hab München genommen. Jetzt geht's ins Hofbräuhaus. Ja, also, Jungs, ne? Euer Typ wird hier einfach nicht mehr gebraucht. Und du kannst zu denen noch gehen. Was ist, wenn du jetzt hier mit angreifst? Genau, dann greifst du ja auch noch mit an. Ich würde ganz, ganz gerne hier jetzt die so voneinander trennen. Dann haben wir hier so ein leichtes Pocketing hier an der Stelle geschaffen. Oh! Das ist jetzt deren Hauptstadt, aber die Hauptstadt ist gefallen. Wie kann das noch die Hauptstadt der Finnen sein? Also eigentlich haben die Finnen verloren. Das Spiel hat es bloß noch nicht so richtig realisiert. So, wir haben auch schon Salzburg und Ulm. Wir stehen kurz vor Stuttgart. Ja, das ist eigentlich der Moment, wo man aufgibt, Freunde. Ihr seid so hart gekesselt hier oben, da ist einfach nichts mehr zu machen. Du gehst schon mal hier rüber, holst jetzt hier einfach mal den Stuttgarter Flughafen bei Esslingen. Schön angreifen hier. Wir können Stuttgart kriegen. Wir wollen's, müssen es nur hart genug wollen. Jawoll! Das war's. It's over. Für den. Wer fehlt denn jetzt eigentlich noch in diesem Krieg? A little bit of Italy oder was?
Repubblica Sociale Italiana. Okay. Wo sind die denn? Ach, da. Ach, hier. Was haben die denn bitte schon von der Hauptstadt? Mailand. Okay. Dann werden wir halt da auch noch mitmischen. Sag mal, irgendwo ist noch eine Dingens, eine Kirchens, wo ich nicht so richtig mitmachen kann. Aber ganz im Ernst, jetzt, Mailand wird nicht mehr lange brauchen, bis es fällt. Und dann ist dieser Krieg, glaube ich, vorbei. Niemand weiß so recht, was hier los ist. Ich sag's, wie es ist. Niemand weiß es. Ich weiß es auch nicht, was hier... Wow, endlich. Wir haben es. Also, Finnland ist nicht möglich, dass ich hier noch was nehme. Man kann in Deutschland noch Dinge nehmen. Kriegsreparationen sind nicht möglich. Die haben sich halt einfach alles gekrallt, diese miesen welchen, ey. Ich sag's euch. Es gibt doch keine Ressourcenrechte. Warte mal, zu Marionette machen? Man kann auch Finnland nicht so eine Marionette machen. Why? Die haben Finnland schon rausgenommen, oder? Derzeitige Forderungen von Schweden? Null. Wo sind denn die Forderungen? Also, wir sehen auf jeden Fall... Ich verstehe halt nicht, warum ich hier nichts fordern kann. Das ist schade, das ist bitter. Und wie gesagt, auch keine Kriegsreparationen oder sowas sind möglich. Regierungswechsel, Flotten. Ja. Dann holen wir uns halt Holstein. Ey, ohne Witz. Die Briten wollen mir das nicht gönnen. Ihr seid ja mal drauf. Ihr seid ja mal drauf, Briten, ey. Balls move, ey. Ich kann mir komischerweise auch keine Ressourcenrechte sichern. Schade. Forderung, Marionette und Regierungswechsel müssen auf einen Staat abzielen. Das will ich ja nicht. Ich möchte ja das da machen. Ah, hier kann ich es machen. Da geht das. Dankeschön. Ich will mir hier definitiv für das Moselland sichern, wegen dem ganzen Materialien, ne? Also de facto holen wir uns halt einfach das Rheinland mit den starken Industrien. Das ist halt einfach das Ding, ne? Das holen wir uns an der Stelle. Beides. If you ask me. So, Forderung. Sag mal. Hört auf mit diesem überwachten Staat-Bullshit. Ich habe auch ein Anrecht, hier was zu kriegen. Ha, sehr schön. Sehr, sehr schön. So gefällt mir das. Das hier kann ich mir leider nicht holen. Das ist zu teuer. Warum kann ich mir was aus den Niederlanden holen? Ich habe Fragen, euer Ehren. Also das ist halt leider zu teuer, ne? Das ist das Problem. Was ist, wenn ich das hier mache? Auch nicht. Italien ist schon komplett durch. Was ist, wenn ich nochmal passe? Man bekommt halt leider keine Punkte mehr, ne? Das ändert sich halt einfach dadurch nicht mehr. Das ist das Tragische daran. Eine entmilitarisierte Zone? Ressourcenrechte. Ich sichere mir noch die Ressourcenrechte hier. Viel mehr ist nicht drin. Jetzt kann ich mir halt noch von Deutschland hier... Oh, die Bismarck. Den klaue ich, die Bismarck. Ich sag's euch. Ich klaue denen die gesamte Flotte. Naja, okay, nicht ganz alles.
alles, was ich mir klauen kann. So, sehr geil. In der nächsten Runde klaue ich mir noch dieses Schiff hier. Was? Warum hat die Polnische Republik Schiffe, die ich ihnen wegnehmen kann? Ich habe Fragen. Okay, das Schiff kann ich mir leider... Doch, das kann ich mir auch noch sichern. Cool. Legionäres Rumänien. Schutzschiffe. Hau rein. Vichy-Frankreich. Das ist zu viel. Ja, mehr kann ich mir nicht mehr sichern. Schade. Gut. Okay. Was haben wir jetzt daraus gemacht? Da ist ein Wilhelm Lehmann. Der hat, wie gesagt, das ist eine norwegische Besatzungszone. Überträgt Ressourcenrechte. Ich find's großartig. Ist ein überwachter Staat von Norwegen. Es gibt hier... Also, ja, was soll ich sagen? Deutschland ist ordentlich aufgeteilt. Die DDR wurde auch erschaffen. Leider auch hier unter... Wow, also der Russe weiß, wie er es macht. Auch Kommunisten hier. Österreich ist... Hat einfach niemand interessiert. Österreich hat einfach wie in der Historie niemand interessiert, so richtig. Was sind wir da noch? Die Sowjetunion hat das genommen. Ja, was soll man da noch sagen? Was? Aber Finnland? Achso, Finnland ist ja noch gar nicht geschlagen. Okay, Freunde, Finnland ist noch gar nicht geschlagen. Deswegen waren die da nicht mit dabei. Gut. Dinge, die man wissen muss. Jetzt hat Finnland kapituliert. Oh, das hier habe ich da oben schon mal direkt bekommen. Das ist witzig. Tatsächlich bin ich da ganz alleine drin. Nee, das stimmt gar nicht. Da sind die anderen auch noch mit drin. Ach, Kacke. Jetzt muss ich mal gucken, was ich alles fordern kann. Was ich überhaupt fordern kann. Wollt ihr mich veräppeln? Ich kann anscheinend hier nichts fordern. Alles abbrechen. Doch das kann ich fordern. Hä, was war denn das gerade eben? Das hat gerade eben irgendwie hart gebackt. Also ich kann nur das hier fordern. Der Rest ist schon angefochten. Beziehungsweise schon klar gesetzt. Ja, das ist ja wieder mal super. Danke. Und jetzt wollen sie auch noch verhindern, dass ich das erobere. Das gibt's ja wohl nicht. Ah, jetzt kann ich aber noch weitermachen, interessanterweise. Dann sichern wir uns noch das da. Ich fechte jetzt an, was ich anfechten kann. Das ist zu teuer. Das kann ich leider auch nicht. Ja, also Finnland wird sehr, sehr klein sein. Ich würde aber auch behaupten, wir haben uns das verdient in Anbetracht dessen, wie sie uns hier verraten haben. Okay, mehr kann ich mir leider nicht holen. Aber es ist eine Menge. Es ist eine Menge. So, Krieg ist vorbei für uns, Freunde. Und wir haben eine Menge... Ja, super. Das Transportschiff ist jetzt da. Die sind jetzt hier demokratisch überwacht. Wie gesagt, wir sind auch... Naja, okay, so demokratisch sind wir gar nicht mehr. Was ist denn da passiert, Freunde? Was ist mit unserer Regierung passiert? Es ist eine Menge mit unserer Regierung passiert. Ich sag's mal so, wie es ist. Aber ja, das ist die neue Welt, Leute. Britisches Italien. Und die ich feiere immer noch die norwegische Besatzungszone. die finde ich enorm gut. Weil die uns halt auch noch jetzt hier jede Menge Sachen letzten Endes wieder. Boah, guck mal, wie viel Rohstoffe wir dadurch jetzt theoretisch haben. Ja, also aus meiner Sicht, Freunde, ist damit quasi dieser Run jetzt hier beendet. Wir haben zwar noch Kriege, aber ja, also sind wir mal ehrlich.
da jetzt noch mitmischen? Da wüsste ich gar nicht, wo man anfangen soll. Man könnte... Also ich habe jetzt tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass ich darauf überhaupt nicht vorbereitet bin, hier kein Inselhopping vor. An dieser Stelle endet dieses Let's Play und wir machen ein neues. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade. Ach ja, und es sei noch ganz, ganz kurz erwähnt, dass wir es mit Norwegen tatsächlich sogar noch geschafft haben, auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weltweit zu kommen, was die Industriepunkte angeht. Und auf Platz 8 sind wir, was die weltweiten Territorienpunkte angeht. Der Rest, da haben wir es leider nicht so richtig reingeschafft. Ja, Flieger hatten wir nie so wirklich. Marinepunkte ist jetzt auch nicht so wirklich unseres. Und natürlich Divisionen sind wir auch weit abgeschlagen, logischerweise. Aber wir können auf jeden Fall, glaube ich, ganz, ganz zufrieden sein. Auch hier mit unserer Positionierung. Dafür, dass wir de facto hier nicht sehr weit gekommen sind. Aber jetzt meine ich es wirklich ernst. Macht's gut. Tschüss und Ade.